keinen Grund, sich jetzt zurückzulehnen, weil der Wandel jetzt eben dramatisch nach allem, was wir wissen, der Arbeitsgesellschaft weitergeht. Man kann es ja auf den Nenner bringen, Deutschland wird die Arbeit nicht ausgehen, aber es wird in vielerlei Hinsicht andere Arbeit sein. Wir sind dafür zuständig, Anstöße zu geben, Rahmen zu setzen, das Arbeitsrecht weiterzuentwickeln und am Ende auch den Sozialstaat da anders zu organisieren. Die Schwierigkeit ist einfach, sehe ich für die Zukunft, mit einem mittleren Bildungsniveau einen Job zu finden, der angemessen bezahlt wird und auch sozial abgesichert ist. Wir brauchen Führungskräfte, die innovativ sind, die den Mut haben, auch mal neue Wege auszuprobieren. Die Idee, die mir im Kopf schwebt, ist, das Schönste wäre, dass man in so einem Wandel versucht, Arbeitslosigkeit zu verhindern, bevor sie erst entsteht. Also nicht mehr Arbeitslosigkeit zu versichern, sondern Beschäftigungsfähigkeit, wenn es irgendwie geht. Also vor allen Dingen die Impulse in Bezug auf Langzeitarbeitslosigkeit sind interessant, weil ich ja speziell auch die Frauen darin sehe, die sind häufig länger aus der Arbeit heraus. Dieses Format, in die Praxis zu gehen und in den direkten Austausch mit den Fachleuten vor Ort, ist aus meiner Sicht genau das Richtige.